etwas, was es immer gibt. Ich bin etwas, was du kennst, vor dem du nicht wegrennst. Oh, oh, yeah. Du bist es, ich weiß es. Ich kenne dein Gesicht. Du bist es, ich weiß es. Ich weiß, dass es dich Billy, wo bist du? Was ist so weit? Wo sind Sie hin? Die guten alten Zeiten, als Frauen noch nicht auf die Bühne durften. Spiel bitte das Konzert zu Ende. Billy! René, schließlich macht ihr ab jetzt noch die Verträge für FDR. Eine gute Gelegenheit, die Band kennenzulernen, findest du nicht, Schatz? Mama, Papa, seid ihr da irgendwo? Bitte kommt zur Bühne, ihr müsst Heidi ins Krankenhaus bringen. So Leute, jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Alle links von mir gehen, einen Schritt zur Seite. Du bist es. Und alle rechts von mir, einen zur Seite. Ich kenne dein Gesicht. Super, und nochmal. Du bist es, ich weiß es. Ich kenne dein Gesicht. Viel Glück, Heidi. Du bist es, ich weiß es. Ich kenne dein Gesicht. Doch plötzlich ist alles total durcheinander. Du warst doch grad dabei, zur Ruhe zu kommen. Du hast dir das so fest vorgenommen. Diesmal wolltest du's richtig machen, alles unter Dach und Fach, damit du endlich sicher bist, weil du mit mir nicht mehr gerechnet hast. Doch seit ich da bin, ist dein Leben explodiert. Ich hab alles über den Haufen geworfen und du hast es doch grad sortiert. Du kannst nicht essen, kannst nicht schlafen, kannst nicht fassen, was passiert. Und jetzt stehst du da. Wo ist Billy? Und du hast kein Verständnis. Der bringt die Schwangere ins Krankenhaus. Und du willst auch gar nicht mehr. Ach, ist es schon soweit? Wie schön. Was ist passiert? Und ich hab kein Versteck. Sie ist gut. Und ich will auch gar nicht weg. Und ich will auch gar nicht weg. Und du willst auch nicht weg. Und wir wollen beide nicht weg. Und wir müssen auch gar nicht weg. Und wir gehen auch gar nicht weg. Denn wir wollen gar nicht weg. Und wir müssen nie mehr weg. Und darum gehen wir nicht mehr weg. Denn wir wollen auch gar nicht weg. Und wir gehen nie mehr weg. Und wir wollen nie mehr weg. Wir wollen nicht weg. Wir bleiben hier. Wir wollen nie mehr weg.
machen die da? Ist euch eigentlich klar, dass wir jetzt eventuell gleich keine Verträge machen? Dann hätte Billy doch bestimmt angerufen. Wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Also, wer kann Heidi ersetzen? Spinnst du? Heidi ist nicht zu ersetzen. Ja, nicht für immer. Für die Gigs. Die Gigs? Na, Problem. Und was jetzt? Also, mir fällt keiner ein. Eben. Und deswegen habe ich an René gedacht. Verstehe. Was verstehst du? Sie ist gut. Sie muss das Programm noch üben. Sie hat ja noch ein bisschen Zeit. Dann los, wir sind spät dran. Hallo, schön, hallo, dass ihr da seid. Kommt rein. Hallo. Geh hier zum Tisch. Schön, dass ihr da seid. Miteinander. Wisst ihr was von Heidi? Ihr geht es gut. Ach. Tja, aber mit dem Baby wird sie nicht auf Tour gehen können. Richtig, Billy. Genau darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Und wir dachten, wir fragen dich. Kannst du für Heidi einspringen? Du warst toll gestern. Ja, das war bewegend. Wir hatten den gleichen Gedanken. Und sind zu demselben Schluss gekommen. Ja, wir wollten euch genau das Gleiche vorschlagen. Toll, dass du das machst. Eigennutz. Wenn das mit den Gigs nicht klappt, haben wir auch nichts davon. Stimmt, Schatz? Tja, dann lasst uns die Verträge machen. Edith. Oh. Wir müssen noch eine Kleinigkeit für Heidi besorgen. Wir müssen das Programm durchgehen. Boah, wir besuchen Heidi nicht. Doch, ihr besucht Heidi und ich zeig René die Songs. Proben wir später? Auf jeden Fall. Wir treffen uns im Probenraum. Bestellt Heidi einen lieben Gruß. Ich habe wohl nichts zu sagen. Willst du was sagen? Ich wollte sagen, ich möchte gerne das Programm durchgehen. Okay. Wie sind unsere Chancen? Was meinst du? Werden die Typen vom Label kommen? Ach so. Billy meint ja, deswegen machen wir das doch alles. FTR, endlich unter Vertrag. Dann geht's endlich richtig ab. Das wäre genial. Das wäre mehr als genial. Das wäre perfekt. Also doch eine Eigennutz. Nein, Leidenschaft. Und ein bisschen Mut muss dabei sein, sonst werden Träume nie wahr.
Lass uns anfangen. Sollen wir einfach der Reihe nach durchgehen oder willst du selber schauen? Oh. Ah, warte, das mochte ich. War gut. Gehen wir noch was trinken? Ich muss nach Hause. Ich bin noch verabredet. Im Chatroom. Du chattest? Wie immer. Ciao. Ich habe meiner Schwester versprochen, auf ihr Baby aufzupassen. Tschüss. Seid mir nicht böse, aber ich bin müde. Bye, bye. Tja, dann bleiben wohl nur wir zwei übrig.